Gut. Dankeschön. Erster Redner in der Aktuellen Stunde, Dr. Rainer Kraft für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind, aus Augsburg, der Stadt, in der der Dieselmotor einst erfunden worden ist. Sehr geehrte Abgeordnete, Ende 2017 gab es für die Mitglieder des ADAC eigentlich einen Grund, sich zu freuen. Ein Beitrag im clubeigenen Magazin zeigt in anschaulichen Grafiken eine deutliche Verbesserung der Stickoxidbelastungen der Außenluft in Deutschland. Die Gesamtemissionen sind auf gut ein Drittel des Wertes von 1990 zurückgegangen. Die Jahresmittelwerte sanken in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren um ein Drittel. Der Beitrag trägt den Titel „Das Dieseldesaster“. Ein prophetischer Titel, denn die Politik, die aktuell um den Dieselmotor betrieben wird, ist genau das, ein Desaster. Da gibt es schon den Beweis, dass die politischen Entscheidungen der letzten 10 bis 20 Jahre tatsächlich zu einem positiven Ergebnis, nämlich einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität im Lande, geführt haben. Und dann stimmen die bekannten politischen Akteure grundlos eine hysterische Kakophonie irrwitziger Maßnahmen zur Hinrichtung einer bewährten wirtschaftlichen und ökologisch vorteilhaften Technologie an. Und warum? Nun, das ist ganz einfach. Ihnen läuft das Thema davon. Hält nämlich der nachgewiesene Trend der Luftverbesserung noch circa 3 bis 4 Jahre an, und alles sieht danach aus, dann wird die Liste der Städte, die die jährlichen Luftreinhaltungskriterien verfehlen, kürzer und kürzer werden und schließlich ganz leer bleiben. Allein von 2016 auf 2017 haben sich 20 von 90 Städten aus dieser Liste verabschiedet. Das sind 22% in einem Jahr. Wenn das so weitergeht, wird es ja womöglich passieren, dass die Bürger erkennen, dass sie einen lebenswichtigen Industriezweig gefährden, um Millionen Dieselfahrer mehr oder minder enteignen, nur um das zu tun, was sie am besten können: grundlose Panik verbreiten. Sie benutzen dazu ausgewählte Negativstandorte als solche, die mit Abstand die höchsten Stickoxidwerte zeigen, um damit einen akuten Notstand darzustellen, der faktisch überhaupt nicht real existiert. Als 10. Hölle der Stickoxidbelastung dient Ihnen dabei die Landshuter Allee in München, die im Jahr 2017 einen Jahresmittelwert von 78 Mikrogramm pro Kubikmeter statt der zugelassenen 40 aufwies. Das ist aber nicht repräsentativ für den Großraum München. Betrachten wir an dieser Stelle doch einfach die Luftqualitätsrichtlinien der WHO. Dort wird festgestellt, dass Konzentrationen jenseits von 1880 Mikrogramm pro Kubikmeter nötig sind, um überhaupt Veränderungen der Lungenfunktion bei gesunden Erwachsenen hervorzurufen. Selbst bei Personen, die unter Asthma oder chronischer Bronchitis leiden, konnten bei Werten bis 940 Mikrogramm pro Kubikmeter keine eindeutigen Nachweise über eine weitergehende Beeinträchtigung der Lungenfunktion gefunden werden. Interessant wird es bei den angeblichen Sterblichkeiten, und es sind ja angeblich zigtausende, durch Stickoxide. Ich erinnere an vorgestern, als mein Kollege Marc Bernhardt, die Bundesumweltministerin, sie ist hier, nach den statistischen Sterblichkeitsnachweisen aus der Zeit der hohen Stickoxidbelastungen der 90er Jahre fragte. Und sie konnte ihm keine nennen. Gott sei Dank. Ja, wäre schlimm sonst. Aber zitieren wir auch dazu aus der WHO-Studie. Zitat: Kein Zusammenhang zwischen täglichen Stickoxidwerten und einer täglichen Sterblichkeitsrate wurde in Köln gefunden, bei jährlichen Mittelwerten von 45 Mikrogramm pro Kubikmeter und Spitzenwerten von 176 Mikrogramm pro Kubikmeter. Zitat Ende. So eine europäische Untersuchung aus dem Jahr 1996. Und so konnte weder in Lyon, Paris oder Amsterdam und auch nicht in Rotterdam oder Helsinki irgendeine gesteigerte Sterberate mit den Stickoxidwerten in Zusammenhang gebracht werden. Dank den epidemiologischen Studien der WHO. Aber echte toxikologische Studien wären natürlich besser gewesen, aber dank Ihrer Hochschulpolitik ist die Toxikologie in Deutschland am Aussterben. Hauptsache natürlich, wir haben 250 Genderstudien, Lehrstühle, die sich darüber unterhalten können, ob NOx sich heute weiblich oder männlich fühlt. Was bleibt also unter dem Brennglas nüchterner wissenschaftlicher Betrachtung von der alarmistischen Anti-Diesel-Kampagne der letzten Monate übrig? Eigentlich nichts. Außer dem Verdacht, dass viele Kollegen und mindestens eine ganze Partei ihre politische Daseinsberechtigung in diesem Hause nur dadurch simulieren kann, dass sie uns immer neue Weltuntergangsszenarien präsentieren, von denen sie dann den Wählern mit irrationalem Aktionismus Erlösung versprechen.
Das, meine Damen und Herren, braucht unser Land nicht. Aber es braucht den Dieselmotor und es braucht eine Automobilindustrie, die nicht von politischer Quacksalberei in ihrer Existenz gefährdet wird. So, und zum Abschluss. Es ist gerade mal eine Woche her, da haben Sie über die Freigabe von Cannabis diskutiert. Aber Cannabisrauch, genau wie Tabakrauch, enthält bis zu 300 bis 400.000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und das wollten Sie in Deutschland freigeben. Vielen Dank, Mahlzeit. Wir brauchen das nicht. Danke. Rainer Kraft war das für die AfD-Fraktion. Erster Redner in dieser Aktuellen Stunde. Nach ihm jetzt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Norbert Bartle, der der Unionsfraktion angehört. Norbert Bartle, der parlamentarische Staatssekretär für das Verkehrsministerium und digitale Infrastruktur. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kraft von der AfD, auch wenn ich Ihre politischen Wertungen nicht teile, darf ich Ihnen in einem recht geben, es gibt tatsächlich keine einzige medizinische Studie, die einen kausalen Zusammenhang zwischen den in Rede stehenden Grenzwerten und Todesfällen herstellt. Das ist so. Nun dürfen wir uns in dieser Woche zum wiederholten Male mit dem Thema Diesel auseinandersetzen. Das, meine Damen und Herren, ist gar nicht so schlecht, denn davon sind ja viele, viele Menschen betroffen, vor allem wenn es um die Frage der Zukunft dieser Technik geht. Entweder als Dieselfahrer oder als künftige Dieselkäufer oder als Beschäftigte in der Automobilindustrie oder auch als Bürger, Bürgerin in einer der Städte, die von überhöhten Grenzwerten betroffen sind, dort, wo die Grenzwerte noch, und ich betone noch, überschritten werden. Denn eines will ich vorab festhalten, die Emissionswende in unseren Städten hat längst begonnen. Am Dienstag dieser Woche haben wir ein Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts erlebt, das konkrete Wege aufzeigt, wie mit welchen Maßnahmen die Luft weiter verbessert werden kann. Das Gericht hat aber ausdrücklich keine Fahrverbote angeordnet und es hat sogar hohe Hürden errichtet für die Einführung von Fahrverboten. Und aus Leipzig kam auch ausdrücklich kein Votum für eine blaue Plakette. Denn aus unserer Sicht bleibt eine blaue Plakette das Gegenteil von gezielter Politik. Sie wäre nichts anderes als eine kalte Enteignung von Millionen von Dieselfahrern. Und davor, meine Damen und Herren, werden wir die Menschen schützen. Zumal die Frage zu klären wäre, ob eine blaue Plakette denn überhaupt der geforderten Verhältnismäßigkeit entspricht. Und im Übrigen, falls es um das Thema der Kontrollen geht, falls man doch irgendwo Verbote bräuchte, dann gibt es unserer Ansicht nach intelligentere Möglichkeiten als eine blaue Plakette. Das zeigt schon der Blick in andere europäische Städte. Lassen wir mal die ideologischen Interpretationen weg und wollen nicht weiter das Schlechtreden des Diesel vorantreiben und das Schlechtreden einer ganzen Industrie vorantreiben, dann müssen wir festhalten, die Luft in unseren Städten wird immer besser und besser, und zwar deutschlandweit. Kollege Oliver Wittke wird vielleicht nachher nochmals die Werte äußern, die er diese Woche schon von dieser Stelle aus genannt hat, wie sich die Stickoxidwerte in den Städten verbessert haben. Das ist so zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen. Dieselmotoren, auch das will ich sagen, sind nach wie vor ein hervorragendes Produkt deutscher Ingenieurskunst. Unsere Ingenieure haben es geschafft, alle relevanten Schadstoffe aus den Dieselabgasen weitestgehend zu eliminieren. Feinstäube sind seit der Einführung des Rußpartikelfilters kein Problem mehr. Und die Stickstoffdioxidprobleme sind mit dem Durchbruch mit dem SCR-Katalysator ebenfalls in den Griff bekommen. Also seit September des vergangenen Jahres, seit September 2017, erhält kein Dieselfahrzeug mehr eine Genehmigung, eine Zulassung, wenn es nicht den strengen Euro 6D-Temp-Normen genügt. Und mit dieser Norm sind diese Fahrzeuge, Herr Krischer, auch RDE-fähig. Das heißt, dass die Schadstoffausstöße auch im Regelbetrieb, im Realbetrieb deutlich niedriger sind. Deshalb muss man festhalten, neue Dieselfahrzeuge sind sauber. Und mit jedem neuen Dieselfahrzeug, das in den Verkehr gebracht wird, wird die Luft wieder ein Stück besser.
Denn nochmals, die Zahl wurde schon genannt, viele Städte stellen rückläufige Emissionswerte fest. Von den 90 Städten haben wir jetzt noch 70, die Grenzwerte überschreiten. Und von diesen 70 wiederum ist ein großer Teil dabei, der die Grenzwerte nur marginal um wenige Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreitet. Meine Heimatstadt Schwäbisch Gmünd um ganze 3 Mikrogramm. Also, ich bin überzeugt, mit den intelligenten Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, wird es uns gelingen, die Luft auch in den Städten, die noch betroffen sind, bis 2020 so weit runter zu saubern, dass sie die Grenzwerte einhalten. Wir haben mit den Autokonzernen vereinbart, dass 5,3 Millionen Diesel-Pkw der Schadstoffklasse 5 und 6 nachgerüstet werden. Damit werden wir allein für diese Fahrzeuge bis Ende 2018 die Stickoxidemissionen um rund 30% reduzieren können. Gleichzeitig haben wir Kaufanreize auf den Weg gebracht für moderne Dieselfahrzeuge. Die Hersteller haben sich bereit erklärt, Wechselprämien auszuloben bis zu 10.000 Euro, um damit neue Dieselfahrzeuge besser und schneller in den Markt zu bringen. Wir haben die bestehenden Förderkulissen aufgestockt, für effektive und schlagkräftige Sofortprogramme gesorgt mit dem Thema saubere Luft 2017 bis 2020. 1 Milliarde Euro steht dafür zur Verfügung, um damit genau den Städten, die betroffen sind, gezielt helfen zu können. Wir wollen nicht diejenigen Bürgerinnen und Bürger treffen, die ab und zu in eine Stadt einfahren, sondern wir wollen die Fahrzeuge, die tagtäglich sich in der Stadt bewegen, elektrifizieren oder deren Emissionen mindern. Denn die sind von morgens bis nachts in den Städten, in den Ballungsräumen unterwegs. Da geht es um Busse, da geht es um Taxen, da geht es um Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge, Nutzfahrzeuge und so weiter. Deshalb muss da die Zielrichtung angelegt werden. Elektrifizierung unseres ÖPNV ist ein weiteres Beispiel. Das gehen wir engagiert an, mit entsprechender Unterstützung und auch mit dem Aufbau einer flächendeckenden Ladesäuleninfrastruktur. Beides gehört zusammen. Mit dem Sofortprogramm haben wir auch die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme auf den Weg gebracht. Mit digitaler Verkehrslenkung können Verkehrsströme wesentlich intelligenter gelenkt werden, wesentlich effizienter gelenkt werden. Und meine Damen und Herren, rollende Verkehre sind immer weniger emissionsträchtig als Stop-and-Go-Verkehre. Das ist offenkundig. Deshalb muss es auch um intelligente Verkehrslenkung gehen. All das, was ich kurz erwähnt habe, zeigt, wir unterstützen unsere Städte, unsere Kommunen schnell und unbürokratisch, um dort die Luft besser machen zu können. Luft heißt bessere Luft, heißt auch bessere Lebensqualität. Und deshalb wollen wir den Trend der vergangenen Jahre fortsetzen und intensivieren. Denn nochmals, die Stickoxidbelastungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen, signifikant gesunken im Straßenverkehr seit dem Jahr 2000 um fast 70%. Und wenn ich das Vergleichsjahr 1990 bis 2000 zur Rate ziehe oder gar noch vor 1990 zurückgehe, dann waren die Werte noch wesentlich höher. Ich habe 10 Jahre lang in Stuttgart gearbeitet, direkt am Neckartor. Ich müsste eigentlich schon lungenkrank sein. Bin ich aber nicht. So, ich wiederhole, wir werden es bis 2020 schaffen, dass unsere Städte die Grenzwerte einhalten. Wir wollen damit mehr Mobilität erreichen, mit weniger Emissionen. Wir wollen weder Fahrverbote noch eine blaue Plakette. Wir wollen mit intelligenten Maßnahmen unseren Städten und Gemeinden helfen, dass die Luft und die Lebensqualität sich verbessert. Denn mehr Mobilität bedeutet mehr Lebensqualität. Und ohne Mobilität gibt es auch keine Prosperität. Auch der Zusammenhang muss gewahrt bleiben. Denn so sieht unserer Ansicht nach verantwortungsvolle Politik aus. Herzlichen Dank. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Norbert Bartle, war das, der hier in seiner Rede darauf hingewiesen hat, dass die Stickoxidwerte in den letzten Jahren und Jahrzehnten bereits signifikant in den Städten gesunken sind. Nach ihm jetzt die geschäftsführende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Sie gehört der SPD an. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Thema Diesel- und Luftreinhaltung geht es in erster Linie um die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern. Wenn sich also die Bundesregierung, das Bundesverwaltungsgericht oder die Europäische Kommission um das Thema saubere Luft kümmern, dann geht es nicht gegen irgendjemanden, nicht gegen Autofahrer, nicht gegen die Automobilindustrie, sondern es geht zunächst einmal um den Gesundheitsschutz für Menschen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Woche das Recht der Bevölkerung auf saubere Luft in den Städten bekräftigt. Und das Gericht hat keine Fahrverbote verhängt, sondern Rechtsklarheit darin geschaffen, inwieweit Kommunen den Verkehr einschränken dürfen, um die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Allerdings können die Kommunen Fahrverbote verhängen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Grenzwerte einzuhalten. Das bedeutet, Länder und Gemeinden müssen bei der Fortschreibung ihrer Luftreinhaltepläne Fahrverbote als letzte Möglichkeit künftig in ihre Maßnahmenkataloge aufnehmen. Das heißt aber nicht, dass Fahrverbote von heute auf morgen in Kraft treten. Ziel der Bundesregierung ist und bleibt, dass Fahrverbote möglichst nie in Kraft treten müssen. Nach dem Urteil haben mögliche, nicht ausgeschlossene, mögliche Verbote verhältnismäßig zu sein. Sie sind als Instrument Ultima Ratio und nicht der erste Schritt. Dazu werden wir mit den Ländern und Kommunen schnellstmöglich besprechen, welche Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen sind, sobald die Begründung des Urteils vorliegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss jetzt darum gehen, gerade den am meisten belasteten Städten, das sind etwa 20, und ihren Bürgerinnen und Bürgern alle Unterstützung zu bieten, um das Problem zu lösen und die Verkehrssysteme sauberer zu machen. Als Bundesregierung haben wir dafür schon vor einiger Zeit das Sofortprogramm Saubere Luft gestartet. Darin enthalten sind Förderprogramme, um die Schadstoffbelastung wirkungsvoll zu senken, zum Beispiel unser Förderprogramm für Elektrobusse. Bei solchen Maßnahmen werden wir es aber nicht belassen. Wir wollen neue Regeln für den Schadstoffausstoß von Taxis und Bussen festlegen, notfalls auf bestimmten Strecken Durchfahrverbote für ältere Lkw verhängen, die Elektromobilität weiter ausbauen und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten. Wir wollen und brauchen eine echte Verkehrswende. Wenn wir es schaffen, aus dieser Krise eine Chance zu machen, wird das die Lebensqualität in unseren Städten deutlich verbessern. Und wenn es die Automobilindustrie schafft, aus dieser Krise eine Chance zu machen, dann wird sie auch künftig noch Dieselfahrzeuge als wichtige Brückentechnologie verkaufen können. Einen substanziellen Beitrag kann die technische Nachrüstung von Dieselfahrzeugen leisten, sofern sie technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Wir haben jetzt einen Zeitraum vor uns, bis wirklich Fahrverbote kommen könnten. Diesen Zeitraum müssen wir nutzen, um diese Fahrverbote möglichst noch abzuwenden. Diesen Zeitraum muss auch die Autoindustrie nutzen für die Nachrüstung älterer Diesel, für die Weiterentwicklung sauberer Diesel und für einen Umstieg auf Elektromobilität und andere alternative Antriebe. Ich halte es für zutiefst ungerecht, wenn Autofahrer, die sich mit gutem Gewissen vor kurzem noch einen neuen Diesel gekauft haben, jetzt das Problem ausbaden müssten. Es kann sich auch nicht jeder einfach ein neues Auto leisten. Die Verursacher des Problems sind eben die Autohersteller, und die dürfen wir nicht aus der Verantwortung entlassen. Darauf haben die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch. Es liegt aber auch im Eigeninteresse der Unternehmen. Das betone ich gerade auch mit Blick auf die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Branche. Für die geht es um gute Arbeitsplätze, aber auch für sie geht es um Luftqualität und Gesundheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen nicht nur Software-Updates, sondern auch technische Nachrüstung von Dieselfahrzeugen, die so viel bringen, dass der Stickoxidausstoß deutlich sinkt und man damit weiter in die Innenstädte fahren kann. Dann gibt es auch keinen Wertverlust. Wer seinen Diesel nachrüsten will und kann, der sollte auch darauf bauen können, dass der Hersteller das übernimmt. Ich hoffe sehr, dass jetzt alle an einem Strang ziehen, die technischen Nachrüstungen auch tatsächlich gegenüber den Autoherstellern durchzusetzen, selbstverständlich, die technisch möglich und wirtschaftlich vernünftig sind. Ich habe das bereits seit dem letzten Sommer immer wieder gefordert. Wenn die Automobilindustrie damals schon eingelenkt hätte, wären wir heute weiter. Meine Prognose ist, wenn der Druck im letzten Jahr vielleicht noch nicht groß genug war, jetzt dürfte er es sein. Auch die Handwerker haben ja sich gerade gestern so geäußert. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend festhalten. Sollten sich Fahrverbote in der Folge des Gerichtsurteils nicht vermeiden lassen, dann dürfen wir die Kommunen damit nicht allein lassen. Auch die Autofahrerinnen und Autofahrer
dürfen nicht die alleinigen Leidtragenden sein. Deshalb ist für mich die Reihenfolge des weiteren Vorgehens ganz klar vorgegeben. Die Autohersteller müssen die Verantwortung für die technische Nachrüstung übernehmen. Dann müssen wir verhindern, dass mögliche Fahrverbote zu paradoxen Ergebnissen führen. Es wäre ja nicht zu vermitteln, wenn alle Dieselfahrzeuge aus den Städten ausgesperrt werden, selbst wenn sie von ihren Besitzern nachgerüstet wurden oder es sich um besonders saubere neue Modelle handelt. Auch muss es möglich sein, soziale Härten zu vermeiden und Sonderregelungen zum Beispiel für Handwerker zu finden. In diese Richtung gehen auch die Hinweise des Gerichts, dass Fahrverbote verhältnismäßig sein müssen. Dabei hat das Gericht dargelegt, dass der Vollzug für die Kommunen auch ohne bundesweite Kennzeichnungsregelung möglich ist, eine solche Regelung den Vollzug aber vereinfachen würde. Überall, wo Kommunen von möglichen Fahrverboten betroffen sind, hören wir, übrigens parteiübergreifend, dass es für die Umsetzung einer Positivkennzeichnung bedarf. So hat sich auch gerade noch Ihr Landesvorsitzender, der Innenminister aus Baden-Württemberg, Herr Strobel, geäußert, lieber Kollege Bartle, ganz frisch. Und deshalb bin auch ich der Meinung, dass eine solche Kennzeichnung für den Vollzug hilfreich wäre. Um es noch mal ganz deutlich den Skeptikern zu sagen, eine Positivkennzeichnung führt nicht zu Fahrverboten, sondern umgekehrt. Dort, wo Fahrverbote als letztes Mittel unvermeidlich sein sollten, brauchen wir eine Positivkennzeichnung, auch um Ungerechtigkeiten und Härten möglichst zu vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt schnell nach Vorliegen der Urteilsbegründung Länder und Kommunen zu einem Gespräch einladen, denn selbstverständlich wollen wir Ihnen bei der Umsetzung des Urteils und der Vermeidung von Fahrverboten helfen. Herzlichen Dank. Die geschäftsführende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks war das. Und man konnte deutlich Diskrepanzen innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung hören zu ihr und ihrem Vorredner Norbert Bartle, gerade was die blaue Plakette angeht. Das Bundesverkehrsministerium dagegen, das Umweltministerium dafür. Weiter in der Debatte Frank Sitter, FDP. Da erkenne ich so eine stringente Richtung in der Argumentation der geschäftsführenden Bundesregierung noch nicht. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, als wären noch viel mehr Parteien frisch im Deutschen Bundestag und machen sich jetzt an die Lösung von aktuellen Problemen. Aber ich will Ihnen da auch der Sicht der Freien Demokraten zwei, drei Worte dazu sagen. Erstens möchte ich ganz klar feststellen, dass die Luftqualität in unseren Städten in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden ist. Zweitens, es sind immer weniger Menschen, deren Lebenszeit auch statistisch durch das Einatmen von Luftschadstoffen aus dem Straßenverkehr verkürzt wird und eben nicht mehr. Und eines möchte ich auch hier ganz klar sagen, weil es mir sehr wichtig ist. Für den Wohlstand in unserem Land spielt auch Technologieoffenheit bei den Fahrzeugantrieben eine ganz entscheidende Rolle. Dazu gehören eben nicht nur die Elektromotoren, sondern auch die hochentwickelten Verbrennungsmotoren und darunter eben auch der Diesel. Und außerdem trägt die Automobilindustrie in einem nicht unerheblichen Maße auch zum Wohlstand bei, der in Deutschland auch dafür sorgt, dass die Menschen eben älter werden und eben nicht früher sterben. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, und das hat Frau Dr. Hendricks richtig gesagt, dass Verkehrsverbote für diese Kraftfahrzeuge unter besonderen Umständen möglich sind, dann nämlich, wenn sie sich zur Erfüllung der Grenzwerte als die einzig geeignete Maßnahme erweisen sollten. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle auch ein Wort zu diesen Grenzwerten zu verlieren. Staatlich festgelegte Grenzwerte sind nicht Gott gegeben, sondern selbstverständlich menschengemacht. Deshalb müssen sie richtig, Grundlage der Wissenschaft, auch regelmäßig wissenschaftlich überprüft werden. Und die Freien Demokraten fordern deswegen auch die EU-Kommission auf, die Außenluftgrenzwerte für Stickstoffdioxid dringend erneut wissenschaftlich zu überprüfen. Denn es darf nämlich nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Menschen in unserem Land zu Opfern zumindest fragwürdiger Grenzwerte werden, die wissenschaftlichen Überprüfungen kaum standhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie können nun Maßnahmen aussehen, die uns in der Situation weiterbringen und die uns die Situation lösen lassen? Ich sage es ganz klar für meine Fraktion. Die Fahrzeughalter haben ihre Dieselfahrzeuge in gutem Treu und Glauben erworben, in dem Vertrauen, dass sie mit der Zulassung ihr Fahrzeug auf deutschen Straßen auch nutzen können.
Flächenhafte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge müssen daher unbedingt vermieden werden, denn die Folge dessen wäre eine Enteignung von Fahrzeughaltern, und dagegen sprechen sich die Freien Demokraten explizit aus. Wir werben stattdessen für ein Bündel an Maßnahmen. Ein paar Sachen sind ja auch schon genannt worden. Ich nehme das auch positiv zur Kenntnis, dass die geschäftsführende Bundesregierung da auf dem richtigen Weg ist. Wir wollen zum Beispiel Vorschriften abschaffen, die innovativen Mobilitätslösungen wie Carsharing, Ridesharing und so weiter unnötig im Wege stehen. Wir wollen mehr intelligente Verkehrsleitsysteme, um Staus zu vermeiden. Wir wollen eine erhöhte Elektrifizierung des Nahverkehrs. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen also, es gibt eine ganze Reihe von sinnvollen und dazu weniger drastischen Maßnahmen. Und solange diese nicht ausgereizt sind, darf es in Deutschland keine Fahrverbote geben. Und ein letztes gewichtiges Argument gegen das Fahrverbot ist das Thema Flottenaustausch. Die Dieselflotte wird stetig neuer und abgasärmer, weil sich die Menschen auch ganz selbstverständlich sukzessive neuere Modelle kaufen. In nur wenigen Jahren hat sich also, auch ergänzt durch die weiteren Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, das Thema wahrscheinlich ganz von allein erledigt. Es wäre also in der jetzigen Situation geradezu absurd, jetzt massiv in Freiheit und Eigentum der Autofahrer einzugreifen, für ein Problem, das sich in 2-3 Jahren vielleicht ganz von alleine löst. Und es wäre genauso absurd, Herr Krischer, es wäre genauso absurd, jetzt Milliarden Steuergeld auszugeben für ein Problem, das sich, wie gerade erläutert, in 2 bis 3 Jahren weitestgehend von selbst löst. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Frank Sitter, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Nach ihm jetzt Ingrid Remmers, Sprecherin für Verkehrspolitik der Linksfraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Ministerin Hendricks hat es mir eben vorweggenommen. Worum es hier heute am wenigsten gehen sollte, ist die Zukunft des Dieselmotors. Worum es hier heute eigentlich gehen muss, ist der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, die Frage danach, wer die Verantwortung dafür trägt, dass die europäischen Grenzwerte für Stickoxide 8 Jahre nach Beginn ihrer Gültigkeit immer noch nicht eingehalten werden. Und es geht um die Frage, was man mit dieser im wahrsten Sinne des Wortes völlig verfahrenen Lage jetzt anfängt. Die Bundesregierung wusste schon früh davon, dass hier offensichtlich ein ganzer Industriezweig die Einstellung entwickelt hat, wir können tun und lassen, was wir wollen. Der Umgang der Autoindustrie mit Gesetzen und damit letztlich auch mit dem Leben und der Gesundheit von Menschen scheint so zu sein, dass man Gesetze als Vorschläge sieht, und Vorschläge verändert man so lange, bis sie einem passen. Und was macht die Bundesregierung? Statt die Autoindustrie endlich zu zwingen zu effektiven Maßnahmen, lässt sie sich auf lasche Vereinbarungen mit diesen Gesetzesbrechern ein. Es wird, wenn überhaupt, lediglich die Software verändert und die Regierung verzichtet auf fällige Strafzahlungen. Was für ein schmutziger Deal. Ein schmutziger Deal auf Kosten derer, die unter Atemwegserkrankungen leiden. Ein schmutziger Deal zulasten der Gesundheit aller, auch wenn das hier heute schon kleingeredet worden ist. Wenn Politik und Wirtschaft in einem so unglaublichen Maße versagen, dann muss wohl eine Umweltorganisation sich auf den Weg machen durch die juristischen Instanzen, um dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, der Deutschen Umwelthilfe für ihr langjähriges, hartnäckiges und letztendlich erfolgreiches Engagement im Bereich der Luftreinheit zu danken. Der wichtigste Teil der kurzfristigen Lösung ist also klar. Die Autoindustrie muss die Fahrzeuge auf eigene Kosten mit einer funktionierenden Abgasreinigung ausstatten. Sie können die betrogenen Käufer mit diesem Problem nicht allein lassen. Die haben sich auf die Versprechen der Autoindustrie verlassen, und dann muss die Autoindustrie auch liefern. Und an dieser Stelle noch ein Wort zur AfD. Sie haben ein vormodernes Verständnis von Demokratie und Industriepolitik. Sie meinen offenbar, mit Grenzwerte rauf und raus aus der EU würden alle Probleme verschwinden. Wie mit all Ihren Politikansätzen werden Sie damit den Problemen unserer Gesellschaft nicht gerecht. Und Sie wollen ja auch gar keine Probleme lösen, Sie wollen provozieren und sonst nichts. Worum es heute also wirklich geht
und wirklich gehen muss, Kolleginnen und Kollegen, sind die Herausforderungen für die Mobilität im 21. Jahrhundert. Zu diesen Herausforderungen gehört das Thema Luftreinheit. Dazu gehört aber auch der Klimawandel insgesamt. Dazu gehört die notwendige und bezahlbare Mobilität für alle Menschen. Und dazu gehört der überfällige Umbau unserer Städte in lebenswerte Städte. Die Regierung hat im Feld der Luftreinheit in den letzten Jahren komplett versagt. Aber eine Idee war gut, ihre Idee eines kostenlosen ÖPNV. Das ist wirklich eine brillante Idee, und wir als Linke ermutigen Sie ausdrücklich, sich ernsthaft mit dieser Idee weiter zu beschäftigen. Das geht allerdings nur, wenn wir sicherstellen, dass in einem neuen Nahverkehrs- oder besser Mobilitätsplan alle Verkehrsträger berücksichtigt werden. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir auch die langfristige Finanzierung des kostenlosen ÖPNV gewährleisten. Wir brauchen also einen umfassenden Plan für eine soziale und ökologische Verkehrswende. Dazu muss auch der Umstieg auf das Rad und die eigenen Füße attraktiver gestaltet werden. Das bedeutet, wir brauchen viel mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger und für moderne, sprich sozial-ökologische Massenbeförderungsmittel. Wir haben ja eben schon einige Beispiele gehört. Dann sparen wir 100% der Emissionen und schaffen Städte mit hoher Lebensqualität. Es gibt da dieses schöne Zitat des ehemaligen Bürgermeisters von Bogotá, Enrique Peñalosa. Er sagte, ob eine Stadt zivilisiert ist, hängt nicht von der Zahl ihrer Schnellstraßen ab, sondern davon, ob ein Kind auf einem Rad überall unbeschwert hinkommt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass auch in Deutschland jedes Kind mit seinem Rad unbeschwert überall hinkommt. Für eine solche Gesellschaft und eine solche Mobilität setzt sich die Linke ein. Eine neue Form von Mobilität. Ingrid Remmers war das für die Linksfraktion. Nächster Redner ist Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Bündnisgrünen-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es hier in der Debatte? Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass Frau Hendricks das gar nicht erwähnt hat. Es gibt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes, die sagt, in Deutschland sterben jedes Jahr 6.000 Menschen, mindestens 6.000 Menschen, vorzeitig an Stickoxidemissionen aus dem Straßenverkehr. Meine Damen und Herren, auch wenn es nur 600 wären oder nur 60, jede Bundesregierung müsste alles unternehmen, damit diese Todesfälle nicht entstehen, dass diese Menschen gesund bleiben und nicht krank werden und am Ende ein Teil von denen nicht sterben, meine Damen und Herren. So, und ich finde es ehrlich gesagt zynisch, wenn ein Mitglied dieser Bundesregierung, Herr Bartle, sich hier hinstellt und sagt, ich wohne am Neckartor, ich bin nicht krank geworden. Herr Bartle, reden Sie mal mit Menschen, die lungenkrank sind, reden Sie mal mit Lungenärzten, reden Sie mal mit der Weltgesundheitsorganisation, was die Ihnen zu diesem Thema tun. Wir haben keine Debatte über Grenzwerte, die stehen seit Jahren fest. Die sind von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt. In den USA gelten doppelt so strenge Grenzwerte. Und, meine Damen und Herren, es ist doch zynisch, dass immer dann, wenn es mal konkret wird, wenn mal Grenzwerte nicht eingehalten werden können, dann stellen Sie sie in Frage. Das ist interessant und typisch bei der Umweltpolitik. Ich würde mir das in anderen Politikbereichen mal vorstellen bei Ihnen, meine Damen und Herren. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kommt das Ganze her? 70% der Stickoxidemissionen kommen von Diesel-Pkw. Und Herr Sitter hat gerade eben wieder beschrieben, was wir seit 10 Jahren hören. Das Problem wird sich doch dadurch erledigen, dass die Fahrzeuge immer neuer werden. Herr Sitter, das ist nicht passiert. Das haben wir vor 10 Jahren schon gehört. Und was ist die Ursache? Die Hersteller tricksen und täuschen. Sie haben den Leuten vorgeblich saubere Autos verkauft. In Wirklichkeit waren es Dreckschleudern. Sie haben die Menschen betrogen. Und Sie sind damit verantwortlich für das Problem in unseren Innenstädten. Und ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie dagegen etwas unternimmt. Das Verursacherprinzip muss an der Stelle mal gelten, und die Hersteller müssen dazu gezwungen werden, dass die Fahrzeuge sauber gemacht werden. Und Frau Hendricks,
Ich höre Ihre Forderungen ja seit 3 Jahren nahezu jede zweite Sitzungswoche von Ihnen hier. Es hat nur leider überhaupt nichts mit der Politik dieser Bundesregierung zu tun. Und ich habe auch nicht den Eindruck, was da bei der neuen kleinen GroKo, dass sich da etwas ändern soll. Weil gucken Sie sich den Koalitionsvertrag an. Da ist nicht zu erkennen, dass endlich etwas unternommen wird für saubere Luft, sondern Sie wollen das Problem weiter aussitzen, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit und das muss geändert werden, meine Damen und Herren. Und da will ich Ihnen das neueste Beispiel mal sagen. Sie lassen sich doch, wie lange wollen Sie sich eigentlich von den Automobilkonzernen auf der Nase herumtanzen lassen? Das neueste Beispiel ist BMW. Da erzählt man jetzt, nachdem man jahrelang gesagt hat, man hat nicht betrogen, muss man zugeben, man hat irrtümlich eine illegale Software aufgespielt. Ja, meine Damen und Herren, wie kann man eine Software irrtümlich aufspielen, die man angeblich gar nicht hat? Meine Damen und Herren, die Herren in den Vorstandsetagen, die Manager, die lachen sich doch über so schwarze Nullen wie Herrn Dobrindt oder die doppelte Null, Herr Schmidt, lachen sich doch tot. Das kann doch ehrlich gesagt nicht sein. Und jetzt haben wir das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, was sagt, es müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, damit die Luft sauber ist. Und wir hätten dieses Urteil nicht, wenn Sie in den letzten Jahren, wo Sie Bescheid wussten, mal gehandelt hätten. Da haben Sie nichts gemacht. Und wenn es jetzt zu Fahrverboten kommt, ich höre ja, in Hamburg ist das ganz konkret, wenn es zu Fahrverboten kommt, dann sind das Ihre Fahrverbote, weil Sie an der Stelle nicht gehandelt haben. Sie laden das Problem bei den Menschen in den Innenstädten, bei den Dieselbesitzern ab und bei den Kommunen, meine Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist die allergrößte Krönung, wenn der Vorturner der FDP, der ehemaligen Rechtsstaatspartei, wenn der dann auch noch Gerichtsschelte betreibt. Meine Damen und Herren, das ehrlich gesagt, sollten Sie sich an der Stelle lieber sparen. Sie sollten endlich verstehen, dass jetzt endlich, dass es ein Weckruf ist, endlich das zu tun, was Sie seit Jahren hier versäumen, nämlich das Problem dahin zu geben, wo es hingehört, nämlich in die Verantwortung der Automobilindustrie, dass nachgerüstet wird, dass die Fahrzeuge sauber gemacht werden und dass am Ende auch eine blaue Plakette eingeführt wird, so wie es die Kommunen fordern, die es wollen, die es administrieren müssen. Das, meine Damen und Herren, wird dazu führen, dass die Menschen auch weiter dann ohne Fahrverbote in Innenstädten fahren können. Sie werden nicht weiter damit zu Rande kommen, das Thema weiter auszusitzen, denn natürlich brauchen wir eine neue Verkehrspolitik, aber es das reicht nicht. Führen wir jetzt aber nicht mehr aus. Es reicht nicht, nur Briefe nach Brüssel zu schreiben, sondern handeln Sie endlich mal, investieren Sie in den ÖPNV, machen Herr Sie eine Krischer, richtige neue Mobilitätspolitik. Herr Krischer, Dankeschön. So, eine neue Mobilitätspolitik und eine blaue Plakette, die Forderung der Bündnis Grün. Oliver Krischer war das, nach ihm jetzt Oliver Wittke, CDU, CSU. Aktuellen Stunde nicht möglich. Deswegen habe ich die Zwischenfragen natürlich nicht zugelassen. Nächster Redner Oliver Wittke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch wenn sich mir nicht sofort erschließt, was an dieser Stunde aktuell sein soll, wo wir doch in dieser Woche schon im Verkehrsausschuss, im Umweltausschuss und auch im Plenum genau über diese Themen diskutiert haben, über die wir heute wieder diskutieren, will ich mich doch noch einmal liebevoll dieses Themas annehmen. Und Herr Krischer, ich beginne mit Ihnen, weil was Sie hier vorgetragen haben, war schlicht falsch. Sie können jetzt noch überlegen, ob Sie wieder besseren Wissens vorgetragen haben oder vorsätzlich falsch vorgetragen haben, aber die Grenzwerte, und da beißt die Maus keinen Faden ab, sind in den Vereinigten Staaten 2,5-mal so hoch wie bei uns hier in Deutschland. Und damit haben Sie hier vor dem Parlament die Unwahrheit gesagt. Vielleicht haben Sie die Gelegenheit, das hier bei einer der nächsten Reden richtigzustellen. Das wäre jedenfalls ein Nachweis von Größe, wenn Sie das täten. Wir werden sicherlich noch die Gelegenheit haben, das ein oder andere Mal auf dieses Thema weiter zu sprechen zu kommen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Zuerst einmal, und das ist ganz, ganz wichtig, es sind weder Fahrverbote ausgesprochen worden, es sind weder Fahrverbote angeordnet worden, noch ist die Einführung einer blauen Plakette angeregt
oder vorgeschrieben worden. Und darum verstehe ich so manche Äußerung nicht, die von diesem Pult hier getan worden ist. Stattdessen hat das Bundesverwaltungsgericht insbesondere großen Wert auf den Begriff Verhältnismäßigkeit gelegt. Alleine viermal kommt in der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes dieses Wort der Verhältnismäßigkeit vor. Und das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Krischer, war alles andere als verhältnismäßig. Es war das Gegenteil. Es war radikal und es war pauschal. Es ist richtigerweise von Frau Ministerin Hendricks hier vorgetragen worden, dass Fahrverbote die Ultima Ratio nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts sein sollen. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, als Große Koalition im Werden, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Wir wollen Fahrverbote, wo immer es geht, verhindern. Und ich zitiere noch mal wörtlich aus dem Koalitionsvertrag. Da heißt es, wir wollen Fahrverbote vermeiden und die Luftreinhaltung verbessern. Die Kommunen wollen wir unterstützen, die Emissionsgrenzwerte im Rahmen ihrer Luftreinhaltepläne mit anderen Maßnahmen als mit pauschalen Fahrverboten einzuhalten. Genau das werden wir tun, und genau das war die Politik der Großen Koalition in den letzten vier Jahren. Sonst hätten wir es nicht geschafft, dass mittlerweile in über 20 Städten in Deutschland, in denen 2016 die Grenzwerte nicht eingehalten wurden, mittlerweile die Grenzwerte eingehalten werden. Und es werden weitere Dutzende Städte hinzukommen durch die Politik dieser Bundesregierung. Und weil ich gerade den Koalitionsvertrag zitiert habe, will ich dazu noch eine weitere Bemerkung machen. Wenn man Fahrverbote verhindern will, muss man Pauschalierung verhindern. Da muss man dafür sorgen, dass unterschiedliche Situationen in Hamburg und in Stuttgart und in Köln und in Düsseldorf auch unterschiedlich mit Maßnahmen begleitet werden. Und da hilft dann eine blaue Plakette nicht. Sie ist das Gegenteil von maßgeschneiderter Lösung. Sie ist eine Pauschalierung. Sie ist die Öffnung eines Tores in einheitliche, flächendeckende Fahrverbote in Deutschland. Das ist das, was wir in dieser Großen Koalition nicht wollen. Und darum lehnen wir die blaue Plakette ab. Im Übrigen bin ich dem Kollegen Klare dankbar dafür, dass er in der letzten Ausschusssitzung ja auch noch einmal vorgetragen hat, welche Alternativen es zur blauen Plakette und damit zu einem flächendeckenden Fahrverbot gibt. Er hat viele unterschiedliche Strategien in europäischen Ländern vorgetragen. Und wir wollen eben nicht den einfachen Weg gehen, sondern wir wollen ganz im Gegenteil maßgeschneiderte Lösungen, um möglichst schnell, möglichst effektiv die Grenzwerte der Europäischen Union einzuhalten. Das wird unser Ziel sein, und ich denke, dass wir das auch hinbekommen. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung in der verbleibenden Minute machen, weil auch das Herr Krischer immer gerne verschweigt. Die Bundesregierung hat nicht nur mit ihrem Sofortprogramm Saubere Luft, in der über 1 Milliarde Euro für Elektrifizierung, für Digitalisierung und für Nachrüstung von Dieselbussen auf den Weg gebracht wurden, den Weg bereitet, sondern wir haben vor allem über 700 Vorschläge von Kommunen bekommen, die wir jetzt Stück für Stück abarbeiten werden und wo wir dafür Sorge tragen werden, dass auch in den letzten 70 verbliebenen Städten Deutschlands diese Grenzwerte eingehalten werden. Und Herr Krischer, ich biete Ihnen eine Wette an. 2020, also noch in dieser Legislaturperiode, wird es keine 5 Städte mehr in Deutschland geben, in denen die Grenzwerte von 40 µg pro Kubikmeter eingehalten werden. Und wenn wir uns dann gemeinsam darüber freuen, dass wir ohne Fahrverbote diese Grenzwerte eingehalten haben, dann haben wir in der Tat einen guten Job gemacht. Ich hoffe, dass Sie dann die Größe haben, das auch anzuerkennen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oliver Wittke war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier noch mal erklärt hat, warum seine Fraktion gegen die blaue Plakette ist. Weiter geht es mit Kirsten Lühmann für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, sehr verehrte Anwesende! Als ich hörte, dass wir diese Woche noch eine Verkehrsdebatte haben, habe ich etwas erstaunt auf meinen Plenarplan geguckt. Da stand nämlich drin, dass wir heute reden über einen vermutlich ausländischen Cyberangriff auf die Bundesregierung. Das ist aktuell, das ist wichtig. Nun dachte ich, wenn die AfD darüber nicht reden will, hat sie was noch Aktuelleres, was noch Wichtigeres. Und dann habe ich mir den Titel angeguckt und festgestellt, wir reden zum vierten Mal in 3 Wochen über das Dieselfahrzeug. Das ist weiß Gott nicht originell, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber dann habe ich mir mal Ihr aktuelles Grundsatzprogramm angeguckt und habe geschaut, vielleicht steht da ja was Originelles drin. Habe ich gefunden, da steht drin, die IPCC, umgangssprachlich Weltklimarat,
und die deutsche Regierung unterschlagen die positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzenwachstum und damit die Welternährung. Je mehr es davon in der Atmosphäre gibt, umso kräftiger fällt das Pflanzenwachstum aus. Zitat Ende. Also Autofahren gegen den Hunger, liebe Kollegen und Kolleginnen. Erzählen Sie das mal den Menschen auf den Marshallinseln, die jedes Jahr ihre Häuser ans Meer verlieren, oder den Menschen in Kenia, die hungern, weil sich die Wüsten ausbreiten. Aber diese Argumentation passt genau zu dem, was wir in dieser Woche gehört haben, nämlich die Forderung, wir sollen uns nicht für sauberere Luft einsetzen, sondern für höhere Grenzwerte. Hört, hört. Warum sollen wir das machen? Weil angeblich die Studie der Weltgesundheitsorganisation nicht medizinisch begründet ist, sondern nur epidemiologische Berechnungen gemacht hat. Jetzt erstmal, was ist Epidemiologie? Epidemiologie ist die Lehre von den Krankheiten, die über das ganze Volk verbreitet werden, also medizinisch, nicht mathematisch. Und nun habe ich hier die aktuelle Studie der WHO, nicht die aus den 90er Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nämlich die von 2005, auf die sich unsere Grenzwerte stützen. Und da steht ganz deutlich drin, es gab Versuche mit Menschen, denen wurde eine Stunde lang 200 Mikrogramm Stickoxid ausgesetzt. Selbst diese Stunde hatte deutliche gesundheitliche Folgen. Mit Tieren hat man Langzeitversuche gemacht. Aber dort ist auch festgestellt, Stickoxid trifft niemals alleine auf. Also eine reine Stickoxid-Konzentration gibt es nicht. Da sind immer andere schädliche Gase mit drin. Und bei einer Langzeitstudie ist festgestellt worden, dass insbesondere Kinder mit Asthma erheblich stärkere bronchiale Symptome gezeigt haben, wenn sie in einer Region gelegt haben, wo eine erhöhte Stickoxidkonzentration nachgewiesen wurde. Wer das als unwissenschaftlich bezeichnet, glaube, der hat nicht begriffen, dass wir hier da sind für die Menschen und für die Gesundheit der Menschen und für nichts anderes. Dankeschön. Die Rede von Kirsten Lü. Die AfD ging noch weiter. Gestern forderte ein Redner auf, die Bundesregierung möge doch bitte Hamburg untersagen, in ihren Luftreinhalteplänen über Fahrverbote nachzudenken. Die Bundesregierung soll einem Land untersagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Barbara Hendricks hat ausgeführt, unser Ziel ist es, dass es keine Fahrverbote gibt. Es wurde lang und breit gesagt, wie wir das verhindern wollen. Aber wir müssen auch klar festlegen, wir haben Gesetze. Und die Menschen, die in Bereichen leben, wo diese Grenzwerte überschritten sind, und zwar nicht schwach überschritten, in München gibt es Überschreitungen von 50% und mehr, die wollen nicht in 3 oder 4 Jahren saubere Luft haben, sondern sie haben Anspruch darauf, jetzt sofort saubere Luft zu haben. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen von der AfD fordern die Regierung auf, einen Aufruf zum Rechtsbruch zu machen. Das passt irgendwie nicht ganz. Ich frage Sie ernsthaft, gibt es Gesetze, die Sie beachten und Gesetze, die Sie nicht beachten? Entscheiden Sie selber, ob Sie Gesetze beachten oder nicht beachten. Das ist nicht das, wie wir hier in diesem Hohen Haus mit Gesetzen und mit Recht umgehen. Und ich möchte auch nicht, dass das irgendwann mal sich verändert. Ich komme zum zweiten Teil Ihrer Debatte. Und da wollen Sie über den Diesel als Motor der deutschen Industrie reden. Es ist richtig, wir haben das auch in dem Untersuchungsausschuss Abgas gehört. Wenn wir neue Dieseltechnologie haben, deren Motoren auf CO2-Reduzierung optimiert sind und das dadurch entstehende zusätzliche Stickoxid über den Katalysator zu über 90% reduziert wird, dann ist das der sauberste Motor, den wir im Moment haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen natürlich, dass wir mittelfristig weg müssen von fossilen Brennstoffen. Aber in der Zwischenzeit müssen die Menschen ja irgendwo mobil sein und die Luft muss sauberer werden. Jetzt habe ich nur ein klitzekleines Problem, nämlich unsere deutsche Automobilindustrie hat nicht begriffen, dass sie ein Problem haben mit der Vertrauensverlust. Und wenn ich mir die Liste angucke der Fahrzeuge, die diese neuen Normen erfüllen, da werden wir erst im nächsten Monat Autos von deutschen Herstellenden bestellen können. Und das ist nicht eine vertrauensbildende Maßnahme. Mein Kollege Arno Klare wird auf andere vertrauensbildende Maßnahmen eingehen. Denn wir müssen auch daran denken, dass wir Menschen haben, die ältere Fahrzeuge mit Euro 4 fahren, die einfach nicht das Geld haben, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen. Kollegin. Auch für die sind wir da. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir den Koalitionsvertrag umsetzen und allen Menschen in Deutschland saubere Luft verschaffen. Danke sehr. Kirsten Lühmann war das für die SPD-Fraktion. Die Autoindustrie habe Vertrauen verspielt, hat sie gesagt. Weiter geht es mit Dirk Spaniel für die AfD.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben in den letzten Tagen viel über Grenzwerte gehört. Die Aussagen des Kollegen Hofreiter von den Grünen von gestern will ich an der Stelle jetzt mal nicht unkommentiert lassen. Deutsche Autohersteller hätten gelogen und betrogen und Grenzwerte wurden um mehrere 100% überschritten. Da Herr Hofreiter und einige von Ihnen ja offensichtlich Probleme haben, Informationen aus Zeitungen inhaltlich korrekt zu verarbeiten, will ich Ihnen jetzt mal kurz erklären, wie Fahrzeuge zertifiziert werden. Es gibt eine Vorschrift, da steht drin, wie viel Schadstoff pro Kilometer emittiert werden darf. Gleichzeitig ist genau definiert, wie man das zu messen hat. Sind diese Grenzwerte erreicht, ist die Vorschrift erfüllt und die Typgenehmigung wird durch das KBA erteilt. Jedes Auto, das eine Typgenehmigung erhalten hat, ist gesetzkonform zugelassen. Dass es da einen Hersteller gab, der unlauter getrickst hat, ist bekannt. Und dafür wurde ja auch die Typgenehmigung für einige Einzelfälle entzogen bzw. entsprechende Maßnahmen wurden vorgeschrieben. Gestern hat Herr Hofreiter die deutsche Autoindustrie pauschal verunglimpft. Die deutsche Autoindustrie erzeugt einen Umsatz von über 400 Milliarden Euro pro Jahr. Die vielen tausend Mitarbeiter in der Autoindustrie sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Jahrelang haben Zehntausende Ingenieure in den Autokonzernen und Zulieferunternehmen daran gearbeitet, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Ihr Fraktionschef hat gezeigt, wie sehr Ihre Partei diese Menschen verachtet, indem sie ihnen erstens pauschal Betrug vorwerfen und zweitens mit ihren unhaltbaren Argumenten deren Arbeitsplätze vernichten. So ist es. Die sogenannten Messungen der Umwelthilfe fanden unter völlig anderen Testbedingungen statt, als es gesetzlich vorgeschrieben ist. Nochmal zur Wiederholung. Zu einer Messung gehört ein Messverfahren mit einem definierten Grenzwert. Wer ein anderes Messverfahren wählt, kommt zu einem anderen Ergebnis. Ganz einfach. Wer ist denn eigentlich diese deutsche Umwelthilfe, die hier die deutsche Autoindustrie so massiv diffamiert? Wusste dieses Parlament, dass einer der Hauptsponsoren der deutschen Umwelthilfe der japanische Autohersteller Toyota ist? Auch die SPD fordert von der Autoindustrie die Kostenübernahme für die Nachrüstung der Fahrzeuge mit älteren Abgasnormen. Seit wann muss ein Produkt rückwirkend Änderungen der Vorschriften eigentlich erfüllen? Wo ist denn da die Rechtssicherheit? Übrigens fordern alle Altparteien hier Nachrüstung nur von den deutschen Herstellern. Ausländische Hersteller sollen nicht belangt werden. Früher hat die SPD die Arbeitnehmerinteressen in diesem Land vertreten. Wo ist eigentlich die Arbeitnehmervertretung der SPD, die ihre Arbeitsplatzvernichtungsstrategie Ihnen ausredet? Und in dem Brief von Ihnen, Frau Bundesministerin, und zweier anderer CDU-Bundesminister, an den entsprechenden EU-Kommissar lese ich, zusammen mit den Ländern und Kommunen denken wir über kostenlosen ÖPNV als Mittel zur Senkung der Anzahl der Privat-Pkw nach. Hallo? Die CDU unterstützt die Senkung der Anzahl der Privat-Pkw? Ja, sehr interessant. Wissen das Ihre Nochwähler eigentlich, dass Sie Privat-Pkw abschaffen wollen? Die Regierungsparteien beschließen das Ende einer funktionierenden Technologie, ohne eine Alternative zu haben. Das kenne ich irgendwoher. Habe ich neulich schon mal drüber geredet. Sie zerstören die ökologisch und wirtschaftlich sinnvollste Antriebsform für Pkw, den Dieselmotor, durch utopische Abgasvorschriften. Das trifft vorwiegend die deutschen Autohersteller, da diese den Dieselmotor brauchen, um die CO2-Vorgaben der Zukunft zu erfüllen. Im internationalen Vergleich haben wir saubere Luft. Alle Messwerte bestätigen das. Wir brauchen gar keine Fahrverbote zur Luftreinhaltung, höchstens zur Schikane. Ja? Und ja, ich freue mich, dass auch andere Parteien in diesem Haus mittlerweile daran denken, das wissenschaftlich zu hinterfragen und diese Initiative der AfD übernehmen. Vielen Dank. Wir wollen eine Politik, die einen Interessenausgleich zwischen Umweltinteressen und anderen legitimen Interessen unserer Gesellschaft herstellt. Vielen Dank.
Die Rede von Dirk Spaniel für die AfD-Fraktion. Nächste Rednerin ist Daniela Ludwig, CDU-CSU. Nächste Rednerin Daniela Ludwig für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um es gleich eingangs festzuhalten, Fahrverbote sind definitiv kein Allheilmittel zur Einhaltung der Luftreinhaltevorgaben. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat sie in seinem Urteil entgegen der vielfach veröffentlichten Meinung weder angeordnet noch gesagt, wir müssen es jetzt tun, noch hat das Bundesverfassungsgericht den Bund in die Verpflichtung genommen, entsprechende Rechtsgrundlagen festzusetzen. Stattdessen hat das Bundesverwaltungsgericht sehr deutlich gesagt, Fahrverbote sind letztlich nur Ultima Ratio, wenn alle anderen Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte nicht gewirkt haben. Denn nichts anderes steckt in dem Gebot des Bundesverwaltungsgerichts der Verhältnismäßigkeit. Und das, glaube ich, muss man sich einfach mal ganz ruhig noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn was passiert denn, wenn Dieselfahrzeuge mit einem Fahrverbot belegt werden? Das heißt ja nicht, dass sie dann in der Garage stehen bleiben. Das heißt letztlich nur, dass, wenn wir Fahrverbote verhängen für bestimmte Strecken, auf anderen Strecken gefahren wird und sich dann dort die Luft verschlechtert. Und deswegen können wir nur festhalten, auch eine blaue Plakette, die letztlich nichts anderes ist als ein Fahrverbot für viele und eine Fahrerlaubnis für ein paar wenige andere, hilft nichts, um das Problem zu lösen. Sie verlagert das Problem allenfalls und schafft neue Betroffenheiten. Und deswegen lehnen wir sie ab. Die Debatte, die seit dem Richterspruch geführt wird, ist in manchen Teilen schon absurd. Das Beispiel Hamburg ist schon genannt worden. Die Urteilsbegründung ist kaum raus und auch noch gar nicht in voller Gänze veröffentlicht. Da kommt Hamburg um die Ecke und sagt, wir werden an bestimmten Strecken Fahrverbotsschilder aufstellen, obwohl der eigene Luftreinhalteplan der Stadt Hamburg sagt, wenn wir an diesen zwei Straßen Fahrverbote erteilen, verlagern wir das Problem auf zwei andere bestimmte Straßen, wo wir dann auch konsequenterweise Fahrverbote erteilen müssten. Also ich empfehle da allen, ihre eigenen Luftreinhaltepläne ernst zu nehmen und nicht in Überschusshandlungen zu verfallen. Was wir nicht brauchen, ist jetzt ein Wettlauf, wer am schnellsten ist, mit Verhängung der Fahrverbote. Wir sollten weiter daran arbeiten, das zu tun, was wir vor dem Urteil und auch ohne das Urteil bereits begonnen haben. Wir sagen immer schon, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Stichwort Koalitionsvertrag, GVFG-Mittelerhöhung. Ein ganz wichtiger Punkt und ein starkes Bekenntnis zu unserem ÖPNV in Deutschland. Der Bund nimmt noch mal mehr Geld dafür in die Hand. Und auch das ist ein Mittel für eine bessere Luft in all unseren Städten. Mit der Förderung von neuen und effizienten Antrieben, auch das ist heute schon gesagt worden. Und natürlich auch mit der Verbesserung des Dieselmotors, selbstverständlich. Und deswegen kann ich nur dafür werben, diesen Weg auch weiterzugehen. Das Programm Saubere Luft 2017 bis 2020 ist bereits mehrfach erwähnt worden, und die Maßnahmen sind auch da schon bekannt. Elektrifizierung von ÖPNV-Bussen, Elektrifizierung von Taxis, Carsharing-Autos, Mietwägen, die in den Städten angeboten werden, natürlich auch die Nachrüstung von Dieselbussen in ÖPNV-Flotten und nicht zuletzt, aber ganz besonders wichtig, die zunehmende Verbesserung von Logistikkonzepten und die zunehmende Digitalisierung von Verkehrsströmen. Denn wir müssen dafür sorgen, dass der Verkehr fließt und dass er nicht steht in unseren Städten und dass er vor allem auch nicht bewusst steht, sondern wir müssen zusehen, dass Verkehr wieder fließt. Und in Zukunft wird natürlich auch der Dieselmotor einen Teil unserer Mobilität ausmachen müssen. Er ist weder eine veraltete Technologie noch eine umweltfeindliche. Und es ist auch heute schon angesprochen worden, die Dieselmotoren verbrauchen im Schnitt 15% weniger Sprit als Benziner und stoßen dadurch weniger Kohlendioxid aus. Damit will ich das Stickoxidproblem nicht kleinreden. Aber auf der anderen Seite führen wir eine Debatte über die Reduktionsziele beim CO2, und dann kann man natürlich auch die Augen nicht verschließen vor diesen Zahlen, die für den Diesel wiederum sprechen, wenn er gut funktioniert. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir doch mal, nachdem hier der Untergang des Vaterlandes fast schon beschworen wird, schauen wir doch mal, wie schaut es denn in der Realität aus. Von 1990 bis 2015 haben wir in Deutschland einen Rückgang der NOx-Emissionen um über 1,7 Millionen Tonnen zu verzeichnen, eine Reduzierung um 59% nur in diesem Zeitraum.
und 1 Million Tonnen allein Reduzierung im Verkehrsbereich. Also der Verkehrsbereich trägt erheblich dazu bei, muss er natürlich auch. Aber es wird gern der Eindruck vermittelt, da ist kompletter Stillstand und passiert nichts in diesem Land. Und warum passiert es? Weil von vielen Bundesregierungen, nicht nur von der letzten, die richtigen Schritte eingeleitet worden sind. Und deswegen werden wir auch nach dem Urteil, aber genauso schon wie vor dem Urteil, unsere Anstrengungen weiter darauf richten, die betroffenen Städte zu unterstützen bei der Überarbeitung ihrer Luftreinhaltepläne. Bessere und saubere Luft ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen möchte ich auch ganz ausdrücklich sagen, wenn wir uns mit den Städten zusammensetzen, werden wir es nicht nur mit diesen tun, sondern natürlich auch mit den Automobilherstellern, denn auch die wollen wir in die Pflicht nehmen. Das ist klar. Sie sind genauso daran beteiligt wie alle anderen Player auf diesem Gebiet. Und deswegen ist mir gar nicht bange, dass, wenn wir konsequent so weitermachen wie in den letzten Jahren, dass wir tatsächlich, lieber Oliver Wittke, da steige ich mal mit in deine Wette ein, bis 2020 viel, viel besser dastehen als jetzt, und das muss unser aller Ziel sein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Soweit Daniela Ludwig, die hier bestärkt hat, das Wettangebot von Oliver Wittke, ihrem Fraktionskollegen, bis 2020 gäbe es nur noch wenig Städte mit diesem Problem. Weiter geht es jetzt mit Arno Klare für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so am Ende einer, fast am Ende so einer Debatte redet, hat man ja schon vieles gelernt. Und ich zähle mal auf, was ich hier gelernt habe. Erstens, und das ist auch richtig so, das deckt sich auch mit meinen Recherchen, die Emissionswerte sind in der Tat in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Wenn man das mal mit 1990 vergleicht, geht die Kurve in der Tat nach unten. Das, ich weiß nicht, wer darauf hingewiesen hat, Oliver Wittke, glaube ich, ist richtig. Zweitens, was aber auch Fakt ist, VW ist, wenn ich jetzt diesen Konzern nenne, beispielhaft, ist weniger bedroht durch irgendeine Nachrüstungsdebatte, sondern vielmehr dadurch, dass nicht unerhebliche Strafzahlungen geleistet worden sind, in den USA bereits über 20 Milliarden, wohlgemerkt nicht, weil irgendeiner denen das nachgewiesen hätte, sondern weil sie den Betrug zugegeben haben. Es war nämlich gar nicht so leicht, das nachzuweisen. Und die Aktionärsforderungen in Deutschland übrigens summieren sich, das wird in Braunschweig verhandelt, irgendwann mal Schadenersatzforderungen auf 9 Milliarden. 9 Milliarden. Das ist ein Vielfaches von dem, was die Nachrüstung der Fahrzeuge kosten würde übrigens. Das Ganze ist geschuldet der Tatsache, dass man, um es etwas vorsichtig zu formulieren, mit Verbrauchs- und Emissionswerten nicht ganz ehrlich umgegangen ist. Und ich denke schon, dass man das auch in Rechnung stellen muss. So, die Frage ist, hat der Diesel als Motor eine Zukunft? Er hat erstmal zahlenmäßig eine gewaltige Gegenwart, muss man sagen. Von den 45,8 Millionen Pkw, die auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, sind 15,089 Millionen Dieselfahrzeuge, also eine riesige Gegenwart. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, kann man diesen Diesel so sauber bekommen, dass der NOx-Impact und der Emissions-Impact wirklich erträglich wird. Und ich halte in dem Zusammenhang eine Debatte über Grenzwerte für politisch dysfunktional, um es mal ganz simpel auszudrücken. Und ich bin schon sehr verwundert darüber, dass das Bundesverkehrsministerium diese Debatte auch noch befeuert. Ich glaube, das ist nicht gut. Wir können nämlich, man könnte über Grenzwerte vielleicht debattieren, wenn sie nicht einhaltbar wären. Sie sind aber locker einhaltbar. Die Werte sind einhaltbar. Also Euro 6D Temp zeigt das. Dort, wo die modernen Abgasreinigungssysteme ja installiert worden sind. Und genau diese Systeme, kein Rocket Science übrigens, sondern zu 90% bestehende Technologie, die man aus den Ersatzteillagern der OEMs, also der Hersteller, kaufen kann, kann man nachrüsten. Bei Euro 5, man geht auch noch bei Euro 4. Denn bei den Bussen tun wir das bei den Euroklassen im Moment ja auch schon. Die Anlagen sind ein bisschen größer. Das ist richtig. Also es funktioniert rein technisch, diese Hardware-Nachrüstung. Und nachgewiesenermaßen kommt man, wenn diese Fahrzeuge nachgerüstet sind, deutlich unter die Limits, die man eigentlich einhalten müsste, deutlich darunter. Und die Zukunft des Diesels als wirklich, insofern stimmt diese
dieser Titel schon als Motor unserer automotiven Wirtschaft. Die Zukunft des Diesels hängt daran, dass die Unternehmen sich bereit erklären, diese Nachrüstung zu machen. Der Diesel wird nur dann wirklich eine Zukunft haben, und ich wünsche dem Diesel diese Zukunft, wenn er nachgerüstet wird, auch die Bestandsflotte nachgerüstet wird. Und es reicht eben nicht, wenn ich das über Software mache. Wenn ich das über Software mache, passiert im Motor Folgendes. Ich setze den optimalen Betriebspunkt, da wo die Zündung erfolgt, in einem Diesel, die ich nicht bestimmen kann, weil es über die Kompression läuft, die Zündung. Ich verlagere den ein wenig zeitlich um Bruchteile von Sekunden nach vorn. Das heißt, ich habe nicht mehr das Betriebsoptimum des Motors. Und das heißt mehr Verbrauch. Ich könnte beides haben, Frau Lühmann hat darauf hingewiesen, beides haben, indem ich nämlich nachrüste, einen Abgasstrang dahinter hängen, der reinigt, und indem ich gleichzeitig den Motor CO2 optimiert wieder einstelle. Das kann man beides haben. Und ich appelliere an die Hersteller, rüstet nach, das ist in eurem Sinne, das ist im Sinne des Aufbaus von neuer Kundenbindung und neuem Vertrauen. Das kann man rechtlich nicht herbeiführen, das weiß ich. Insofern ist das ein Appell, und ich hoffe, er wird gehört. Vielen Dank. Die Rede von Arno Klare war das. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen bei uns auf dem Bildschirm schon die angekündigte Rede von Theresa May zum Brexit. Wenn es denn soweit sein wird, wenn sie denn beginnt, dann würden wir live da drauf gehen. Einstweilen bleiben wir hier in der Aktuellen Stunde. Carsten Müller für die CDU-CSU-Fraktion ist der nächste Redner. Die Industrie im Übrigen nicht nur in die deutsche, sondern auch in die aus anderen Ländern merkbar untergraben und angeknackst ist, und dass die Verantwortung dafür trägt, und auch da muss man nicht herumreden, die Automobilindustrie selber. Und deswegen, ich stelle jetzt keine großen Vermutungen an, aber ich glaube, dass man den Redebeitrag des letzten Redners der AfD gerade auch in der Automobilindustrie mit einigen Kopfschütteln verfolgt haben wird, weil er eben genau das Gegenteil von richtig ist. Und ich habe mir eine kurze Sequenz aus der gestrigen Beratung angeschaut, dachte erst, meine Güte, was passiert da in so einem Dialog zwischen dem Kollegen und dem Kollegen Hofreiter? Und ich muss sagen, das kommt selten genug vor, dass der Kollege Hofreiter mit der Empfehlung, einfach mal in die Zeitung zu gucken, wahrscheinlich so richtig falsch nicht gelegen hat. Meine Damen und Herren, aber das war nicht die einzige bemerkenswerte Situation, sondern auch, ich will mal auf den meinen Lieblingskollegen Krischer zu sprechen kommen. Also, zum einen, er zitiert hier umfangreich die WHO. Und ehrlich gesagt, das war doch noch in weiten Teilen fehlgehend. Woran denkt man bei WHO im Moment? Also ich denke da in erster Linie daran, dass das doch die Organisation ist, auf die sich da beziehen, die auf die grandiose Idee gekommen ist, noch vor wenigen Monaten den großen Humanisten Robert Mugabe zum Sonderbotschafter ernennen zu wollen. Das hat nicht so lange gehalten, das war nach 5 Tagen war der Spuk vorbei. Aber deswegen muss man so ein bisschen die Quellen, auf die man sich bezieht, checken. Und meine Damen und Herren, die von Ihnen herangeredeten Tausenden von Toten, ehrlich gesagt, absoluter Humbug. Sie finden keinen ernsthaften Mathematiker, der die Berechnungsmethode stützt. Und, meine Damen und Herren, es gibt zwei Welten, die wir hier heute kennengelernt haben. Es gibt einmal den Parallelkosmos des Oliver Krischer und seiner Freunde. Darin passiert eins, die Stickoxidtoten steigen dramatisch an in den letzten Jahren. Und dann gibt es das wirkliche Leben. Dafür interessiert sich der Kollege Krischer bedauerlicherweise nicht. Da haben wir nämlich Folgendes. Wir haben dramatisch rückgehende Schadstoffbelastungen in der Luft. Wir haben beispielsweise, um es konkret zu machen, die ganz bemerkenswerte Situation, dass wir eine Lebenserwartung in Stuttgart haben, im hochbelasteten Stuttgart, die signifikant über der Lebenserwartung im beschaulichen Kurort Baden-Baden liegt. Nanu, wie passt denn das zusammen? Und meine Damen und Herren, noch mal zu den stark sinkenden Emissionssituationen. 519 Messstellen bundesweit, 87 davon im Übrigen nur an derselben Stelle wie im Jahre 2006. Merkwürdigerweise werden immer die Messstationen entnommen, verstellt, die einen besonders starken Rückgang der Schadstoffe aufweisen. Und man nennt das eben auch erschlichene Signifikanzen. Aber selbst diese 87 verbliebenen ortsfesten Messstationen zeigen den dramatischen Rückgang. Wir machen es mal konkret.
Stuttgart-Neckartor, häufig diskutiert. Überschreitungsstunden des Stundenmittelwertes im Jahr 2006 853. Erlaubt waren damals 175. Überschreitungsstunden des Stundenmittelwertes von Stickoxiden im Jahr 2017 3. Man dürfte dieses Problem annähernd insofern als gelöst betrachten. Und damit wir es noch mal aktuell halten, wir gucken mal auf die Messergebnisse von gestern. Stuttgart-Neckartor gestartet 2006 mit einem Durchschnittswert von 121 Mikrogramm, lag gestern bei 65. Im Übrigen hat dann gestern München-Landsberger Allee überholt, da wurden 63 Mikrogramm gemessen. Meine Damen und Herren, das ist natürlich noch deutlich zu hoch, aber es zeigt die Bewegungsrichtung. Und es zeigt, das passiert nicht von ungefähr. Euro 6D Temp ist erwähnt worden und insofern sehen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich will jetzt nicht über die Sinnhaftigkeit von Grenzwerten sprechen, wobei man muss das schon in etwa einordnen, nur eines steht auch fest. Fahrverbote sind in der vermuteten Auswirkung stark überschätzt. Sie sind unsozial und wirtschaftsfeindlich. Und Kollegin Vorrednerin hat eben darauf abgehoben, wir gucken mal nach Hamburg. Welche groteske Situation haben wir denn da? Da gibt es einen grünen Umweltsenator, der will ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge erlassen. Im selben Moment wird diese Stadt pro Jahr von 220 Kreuzfahrtschiffen mitten in der Innenstadt aufgesucht. Ein solches Kreuzfahrtschiff stößt 5 Tonnen Noxe am Tag aus und das passiert unter einem grünen Umweltsenator Jens Kerstan. Abenteuerlich. Was machen wir? Wir gucken in die Zukunft. Das Sofortprogramm Saubere Luft ist von der Ministerin erwähnt worden. Wir unterstützen und fordern die Weiterentwicklung von Benzinern und Dieselantrieben. Es ist der öffentliche Personennahverkehr leistungsfähig zu entwickeln. Und wir gucken auch auf alternative Antriebsarten. Meine Damen und Herren, ich will noch mal abschließend Folgendes zusammenfassen. Diejenigen, die über Fahrverbote diskutieren, die legen die Axt an die Schlüsselindustrie der deutschen und europäischen Wirtschaft, und zwar ausschließlich mit dem Ziel, die Automobilbranche deutlich zurückzustutzen, die sich derzeit in einer Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise befindet. Es geht allerdings um Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Diese bilden die Grundlage für Wohlstand und sozialen Ausgleich. Und meine Damen und Herren, das, kommen Sie bitte zum Schluss. Spricht dafür, dass Sie die Menschen bevormunden wollen und ihnen die Mobilität nehmen wollen. Das ist mit der Unionsfraktion nicht zu machen. Ja, meine Damen und Herren, soweit also Carsten Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Für uns war es das mit der Übertragung dieser Aktuellen Stunde, auch mit dieser Sitzungswoche. Wir geben zurück kurz vor der Rede der englischen Premierministerin Theresa May ins Studio nach Bonn zur Kollegin Sonja Fuhrmann.